Ja, moin, wir sind hier an den Hamburger Landungsbrücken und wir demonstrieren heute mit dem Bündnis Recht auf Stand Nevermind the Papers. Wir demonstrieren heute von den Landungsbrücken bis zum Rathausmarkt. Wir sind ein breites Bündnis einfach von vielen, vielen verschiedenen Gruppen, viele Akteure, zivilgesellschaftlich. Wir fordern ganz deutlich, wir wollen Arbeitserlaubnis für alle Menschen, egal welches Papier, deswegen ja auch Nevermind the Papers, egal welche Staatsangehörigkeit du hast. Du hast immer das Recht zu arbeiten, du hast das Recht auf eine Wohnungsunterbringung statt dieser dezentralen, absurden Lagerunterbringungen ohne Privatsphäre, ohne alles. Wir wollen darüber hinaus eine gleichberechtigte medizinische Versorgung für alle Menschen, insbesondere für Illegalisierte, für Flüchtlinge. Darum geht es uns, dafür sind wir hier. Wir haben heute den Themenschwerpunkt Recht auf Arbeit genommen und einfach mit dem aus dem Hintergrund heraus, dass wir der Meinung sind, dass halt die Kämpfe von Flüchtlingen oft halt auch Kämpfe um Arbeitsbedingungen sind. Also im Prinzip, sie sind gezwungen hier illegal, unter illegalen Bedingungen, illegalisiert zu arbeiten und dadurch sind sie halt erpressbar gegenüber den Arbeitgeberinnen. Sehr prekäre Bedingungen herrschen dort und haben damit eigentlich sehr viel mit gewerkschaftlichen Anliegen zu tun. Hamburg Hafen, auch ein Symbol für koloniale Ausbeutung, auch für das, was auch diese Stadt sehr reich gemacht hat. Hamburg, Landungsbrücken aber auf jeden Fall gewählt, um nochmal zu verdeutlichen, wir wollen ja willkommen heißen. Uns geht es nicht um Dulden, um Integrieren. Alle Menschen, die sich entscheiden, hier in ihre Koffer auszupacken, sollen das gefälligst tun können. Yeah, I'm from the group of Lampedusa in Hamburg. Yeah, because many of the time the media tell lies about the group, that the group is, the senator already finished with the group, the problem is solved. But it's a lie, because many of us are still in the city, and most of us are helped by the individual people in the city. But the government didn't do anything for us yet. We are the people from Libya, 2011, refugees fighting all that, and not only about us, but the old refugees, everyone's supposed to have a good life. But what he's saying to us is a lie, because we are still on the street, still searching for our life to succeed. Cannabis is illegal! Cannabis is illegal! Cannabis is illegal! No one is illegal! Et aujourd'hui, cette démonstration est une démonstration qui est en collaboration avec le droit de la ville, qui est the right of the state, qui supporte aussi le groupe de Lampedusa depuis deux ans, qui mobilise beaucoup. Des fonds, beaucoup de trucs pour aider le groupe. Et aujourd'hui, nous sommes avec eux pour dire encore une fois, donnez-leur le droit de rester, donnez-leur le droit de travailler pour qu'ils contribuent à cette société. Parce que sans le travail, on ne peut pas contribuer. Et comment contribuer si on ne peut pas montrer aux gens notre savoir-faire? Parce qu'on connaît, on a aussi, on est très intelligent, on a les métiers, on sait beaucoup, on a beaucoup à donner à cette société. Et on peut contribuer à construire cette ville et cette nation aussi, et le continent aussi. Wir organisieren medizinische Beratung und Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die Leute können zu uns in die Beratungsstelle kommen, zweimal wöchentlich ist das, Montag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Die kommen zu uns, werden anonym behandelt und werden dann in unsere Ärztekartei je nach Krankheitsfall weitervermittelt. Weil das ja auch ein Grundrecht von jedem ist irgendwie, genauso, dass jeder irgendwie ein Dach über dem Kopf hat. Das ist genauso ein Recht auch einfach, dass jeder Zugang zur Gesundheitsversorgung hat. Das ist ja einfach schlichtweg ein Menschenrecht und deswegen sind wir hier, weil wir das einfordern wollen. Ja, wir stehen jetzt auf dem Hamburger Rathausmarkt. Hinter uns sehen wir das Rathaus, wo Herr Scholz seine Entscheidung trifft. Wir stehen hier mit 8000 Leuten. Die Stimmung ist richtig gut. Es macht richtig Spaß. Es war total viel Kraft in der Demonstration. Die Leute haben gesungen und gerufen. Und es war, ich glaube, wir haben viele Leute erreicht und deutlich gemacht, dass genau diese Forderungen, die wir haben, eben, dass die mit Nachdruck einfach umgesetzt werden müssen. Und das zeigen wir heute deutlich. Es macht riesen Spaß einfach. As election is approaching, I'm employing all the Hamburger
Lagos. It's your right to tell them that their policy is not right for human beings. And this is our voice that we want to stop their inhuman policy. Thank you very much. Lampedusa in Hamburg! Lampedusa in Hamburg! We are here to